Heute fahren Sie einen Intercity-Zug nach Innsbruck. Holen Sie Ihre Passagiere ab und warten Sie auf die Abfahrtzeit. Damit hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin's natürlich, der Bio, begrüße euch ganz herzlich und freue mich natürlich, dass ihr wieder einschaltet. Wir sind heute unterwegs hier. Ihr seht schon, mit der ÖBB nach Innsbruck geht's heute. Und das Ganze hier mit dem sogenannten Taurus. Und ja, wir wollen mal hier gucken, dass wir das Ganze hier gut hinbekommen. Insgesamt sind es irgendwas über 50 Kilometer, die wir jetzt hier fahren dürfen. Und ich würde erstmal sagen, wir rüsten jetzt erstmal auf, machen uns erstmal startklar. Und dann geht's weiter. So, als erstes machen wir hier zack, zack. AFB. So. AFB. Da haben wir soweit schon mal alles eingestellt hier. Dann starten wir schon mal soweit alles. Zack. So, wir müssen natürlich noch die Fahrgäste einsteigen lassen. Das wäre natürlich noch sinnvoll, wenn wir das dann noch machen. Aber vom Ton her passt das Ganze. So, jetzt können wir hier erstmal schon mal hier den Quatsch hier ausmachen. So. Aber so, dann können wir das hier schon mal soweit hier alles vorbereiten. Und ja. Und damit können wir auch schon los. Federspeicher. Federspeicherbremse. Ah, diese Federspeicherbremse, wirklich? So, jetzt. Und so. Jetzt will er schon wieder nicht los hier. Und jetzt gib ihm hoffentlich. Los geht's. Na endlich. Haha. Wir starten mit ein bisschen Verspätung. Zugbeeinflussung. Ja, ist natürlich ein bisschen tricky hier das Ganze. Federspeicherbremse. Ich musste jetzt gerade, das ist jetzt schon die zweite Aufnahme, die ich jetzt hier mache. Ich habe echt gefühlt eine halbe Stunde nach der Federspeicherbremse gesucht. Es gibt hier irgendwie keinen Knopf hier in der Lok und deswegen musste ich hier mich hier rumquälen, wo ich die Taste finde. Also mit SZ, nee, und der Raute, diese Raute-Taste löst hier das Ganze. Interessant, interessant. So, und damit sind wir dann schon startklar. Ihr seht es, 58 Kilometer bis nach Innsbruck. Ja, schon schön. Hier ist natürlich die Karte Tirol. Ich glaube Kufstein oder irgendwie sowas. War noch der Zusatzname, den es dazu gab. Ich selbst kenne mich da überhaupt nicht aus. Das ist für mich schon wieder weit, weit weg. Und aber so von der Optik her, ich wusste erstmal gar nicht, dass ich das Addon überhaupt besitze. Ja, wenn man ja mal so mal ein bisschen durchguckt, was man alles so besitzt an Addons, ja, da kommt doch schon eine ganze Menge zusammen. Auf jeden Fall dachte ich mir so, okay, ne, dann schauen wir uns das doch heute mal an. Selbst ich habe noch nicht eine einzige Aufgabe gelöst. Man sieht es ja immer bei dem Train-Simulator, ja, immer irgendwelche Sternchen immer da abgebildet sind oder ob da irgendwas überhaupt allgemein irgendwas abgebildet ist. Und ja, war nichts, gar nichts. Ich bin sie noch nicht einmal gefahren. Ich besitze es, aber ich bin noch nicht einmal gefahren. Traumhaft. Wird Zeit, wird Zeit. Und ich habe natürlich jetzt auch diesmal darauf geachtet, dass es jetzt nicht eine 1-zu-1-Strecke ist, weil ich hier schon gerne mit der PZB und der SIFA und alles was fahren möchte. Übrigens danke für alle Kommentare, ja, zu dem letzten ICE 4-Video.
Ja, dass viele ja gesagt haben, so GBE soll keine gute Qualität wohl haben. Damals, wo ich es gekauft habe, war mir das eigentlich relativ, weil ich mich damals ja noch nicht so wirklich mit auseinandergesetzt habe mit der ganzen Thematik. Und für mich hat das damals echt ausgereicht. Das ist natürlich auch preislich ja schon ein Riesenunterschied, denn den ICE 4 gibt es wohl noch als, oder gibt es auch für den 3D-Zug, also von 3D-Zug für den Train-Simulator. So, jetzt haben wir es. Und na, auf jeden Fall ist es natürlich auch noch preislich ein Riesenunterschied, ja, wo der bei GBE irgendwie 10 bis 15 Euro oder sowas kostet. Kostet der bei bei 3D-Zug schon fast 30 Euro. Ja, das ist halt schon ein Riesenunterschied. So. Wieder noch ein bisschen Train-Simulator hier hinterher schmeißen. Ja, die E3 ist natürlich gerade im vollen Gange, Leute. Ich bin mega, mega gehypt. Ich bin gespannt auf die ganzen Ankündigungen und ob eine neue Konsole angekündigt wird. Das ist immer für mich ein absolutes Must-Have. Muss ich Geld sparen für eine neue Konsole oder habe ich noch ein Jahr Ruhe? Das ist immer so, immer so meine Sache. Ich wisst, ich bin ja Konsolensammler und sammle halt wirklich jede Konsole. Seitdem NES besitze ich wirklich alle Konsolen, die es bis dato gab. Ja, also jetzt frühere Ataris oder sowas, damit brauchst du mir nicht mehr ankommen. Ist nicht mehr meine Zeit. Aber so die restlichen halt, ja, ab den NES habe ich alle Konsolen, alle Handhelds und alles, was man so, ne. Und da bin ich immer so gespannt, ja, kommt eine neue Konsole, kommt's oder kommt's nicht? Und von daher für mich die E3 natürlich ein Riesenhype. Freue ich mich tierisch drauf immer. Jedes Jahr nehme ich mir auch immer, versuche ich mir immer Urlaub zu nehmen oder sowas. Aber dieses Jahr hat es sogar noch richtig gut gepasst. Mit Feiertag und alles sowas war das himmlisch. Ich glaube, die spannendste Konferenz wird ja hier in dem Fall Microsoft sein, ne, ob die ihre neue Xbox ankündigen. Und ich bin natürlich gespannt auf den Dienstag. Was macht halt Nintendo? Was haut Nintendo so an Special Exclusives raus? Denn Sony hat ja bereits ja schon seinen Abschied verkündet, ja, hat gesagt, so, nee, ist nicht. Wir sind dieses Jahr nicht auf der E3. Schade. Kann ich nicht nachvollziehen. Aber nun gut, das muss Sony selber wissen. Wenn sie nichts zum Ankündigen haben, dann ist es so. Obwohl sie halt schon relativ viele angekündigt haben. Vorab Trailers und alles sowas. Ey, das ist echt hübsch. Das muss man mal lassen. Hübsch. Natürlich jetzt hier auch das Licht hier anmachen. Boah. So muss ein Train-Simulator laufen. So muss das sein. Mit allem drum und dran, ja. Wenn das alles nämlich mit dabei ist, dann macht das schon echt Spaß, ja. FIFA. Guck gerade mal nach. Jetzt nichts. Wenn doch die LZB ist, dann schlägt er denn nicht automatisch? Müsste der doch dann sich die Lok doch krallen, dann müssten die doch alles in automatisch machen, oder nicht? Bin ich da irgendwie ein bisschen schon wieder raus aus der Thematik? Eigentlich nicht. Ja, eine riesenlange Tunnelpassage jetzt wohl hier nach Innsbruck. 220 km/h doch mal hier SIFA.
Ich verstehe gerade noch nicht, ich sehe gerade jetzt mal meine Aufnahme. Das ruckelt voll. Das sehe ich gerade jetzt erst. Jetzt scheint er sich gefangen zu haben. Ja, nicht wundern, ja, dieses Geruckel manchmal ist ein bisschen sehr eigenartig. Kenne ich gar nicht. Aber naja, ist heute ein ganz komischer Tag. Es hat schon mit OMSI angefangen. Und wahrscheinlich geht das noch weiter hier. So soll es halt sein. So, ich hoffe, wir kommen noch mal nach oben an der Oberfläche. Jetzt habe ich nämlich kein Bild gemacht. Nein, ich wusste nicht, dass wir die ganze Zeit im Tunnel sind. Gut. Im Nachhinein ist man immer schlauer, ne? Ach, es ist schon schön. Ich mache jetzt nun aktuell ja auch meine News, ja. Also ich habe mich ja da auch speziell jetzt nicht nur um Lotus jetzt gekümmert, dass wir jetzt da nur Lotus-News da reinbauen, sondern auch hier so Train-Simulator und alles sowas, weil das sind schon die Simulatoren, also wo ich halt wirklich viel Zeit investiere halt auch, ja, viel auf dem Offscreen immer so vorab teste, fahre und mir das Ganze natürlich dementsprechend besser beibringe, merkt man das Ganze denn eigentlich, dass ich da eigentlich schon so, das ist so, meine Richtung ist auf jeden Fall so, ja, Zugsimulatoren, OMSI, Lotus, ja, das sind genau die Dinger. Und ich merke halt jedes Mal, wenn ich wieder so, wenn alles mal funktioniert und läuft, ja, wie unheimlich gerne ich das Ganze denn auch spiele denn. Aber das wisst ihr ja wahrscheinlich schon, weil ihr spielt schon längst halt alle das rauf und runter. Ich fange jetzt gerade erst an mit dem Train Simulator, mich da richtig reinzufahren. Ne? Spitzenreiter auf Steam ist ja natürlich OMSI, ja, gefolgt von Lotus bereits schon. Und dann kommt erst der Train-Simulator. Das ist natürlich schon. Das ist natürlich schon ein Riesenschritt, ja. Oh nein. Was? Kommt nämlich gleich wieder der nächste Tunnel. Gut. Man habe mich erhört. Hat mir nochmal die Chance gegeben, dass ich hier nochmal schnell einen Screenshot machen kann. Ich wollte gerade sagen, jetzt ist auch schon wieder Tunnelausfall, ist gar nichts abgebildet von. Da hat man mich auf jeden Fall jetzt erhört, sodass ich jetzt noch schnell ein Bild aufnehmen konnte. Ja, ich mag ja so dieses Aussehen von dem Taurus, mag ich schon sehr. Also ist wahrscheinlich für mich auf jeden Fall einer der hübschesten. Aber auch da wahrscheinlich sind die Geschmäcker wieder so unterschiedlich. Den Taurus, den gibt es ja bereits ja auch schon. In, ich glaube, das war Trains im World, ne? Haben wir uns den, da haben wir uns auch schon angeschaut, den Taurus. Und da fand ich ihn auch schon ziemlich genial. Ist halt alles schön aufgeräumt, schöne große Displays und alles sowas, ja. Also, so dass man es halt wunderbar bedienen kann. Aber er mag die FPS hier unten im den Tunnelabschnitt überhaupt nicht. Ich sehe das gerade schon wieder. Das ist schon wieder die Performance geht runter. Mal schauen, was da los ist. Bleibt doch konstant da. So, aber es nimmt ab da. Musst du denn nicht piepen, wenn der runterzählt denn das erste Mal?
das ist auch wieder unterschiedlich. Wahrscheinlich erst ab 4000, weil da ja steht, dann beginnt der ab 4000 erst. Ich glaube, die anderen, die sind alle höher gesteckt, ne? Tja. Heute mal mit der ÖBB unterwegs, ist doch auch mal ganz schön, ein bisschen zur Abwechslung. Aber spektakulär ist Strecke jetzt natürlich nicht, weil wir jetzt die ganze Zeit am Tunnel sind, ne? Man sieht jetzt gar nichts, aber naja. Auf jeden Fall bist du echt zügig unterwegs hier, ne? Ich meine, es ist zwar noch nicht so krass wie in Japan, da die eine Bahn, da die da 500 km/h fährt, aber trotzdem. Nee, piept gar nichts. Ich dachte, das piept denn irgendwann. Die Ankündigung. FIFA. Oh Gott, ich hab da bestätigt. Ja, ja. Nee, oder? Gott sei Dank. Konnte die Zwangsbremse gerade noch verhindern. Ihr habt da schon mindestens dreimal auf die Taste aufgedrückt gehabt, ja? Das ist ja Wahnsinn. FIFA. Jetzt hat es aber geknallt. So, was war denn jetzt das Problem gewesen? Es war gerade auf einmal alles viel zu viel. FIFA. Hä? Ich verstehe das gerade alles hier nicht. Das ist mir alles gerade too much. Hä? Zugbeeinflussung. 120. FIFA. FIFA. Mann, gib mir doch jetzt alle auf den Senkel hier. Deine doofen FIFA. War jetzt gerade ein bisschen irgendwie verwirrend, jetzt gerade der Ausgang jetzt aus dem Tunnel raus. Das war irgendwie gerade ein bisschen. FIFA. Oh, die ist aber auch anstrengend, die Olle. Meine Güte. Also penetrant ist nicht mal meine Freundin. So, können wir jetzt das Licht noch ausmachen. So, dann ist der Ziefermelder besser. So, 60. Okay. Übersehen. Hall in Tirol. Ja,
So, konnten wir die Zwangsbremse gut nochmal retten, aber unschön. Also wenn man sich das Ganze hier so anschaut, sieht das schon episch aus, ja. Sieht das schon großartig aus. Und genau so eine Qualität erwarte ich mir jetzt eigentlich dann so von jeder Strecke in den Titan Simulator, ob nun alt oder neu, ja. Wäre schon cool, wenn man das Ganze dann so irgendwie mal wieder mal. Es kommt bestimmt irgendwann in 10 Jahren, kommen die alle als Remastered raus, glaube ich. Und dann haben wir dann die hoffentlich normale Qualität. Denn '55 ist Ankunft. Mal schauen. Sollten wir aktuell noch schaffen. Zum Bahnhof wird angekündigt. Ein Bahnhof. Ruckelst du denn jetzt hier? Willst du so viel laden oder was? So, war jetzt nicht so abrupt abgebremst. Wir können uns jetzt ein bisschen Zeit lassen, jetzt mit dem Unterbremsen. Aber wahrscheinlich hätten wir deutlich später bremsen können. Man unterschätzt das echt, ja, so diese ganzen, wie schnell man bremsen kann und wie weit man noch weiterfahren hätte können und. Aber lieber gehe ich auf Nummer sicher, verstehst du? Und verhindern damit die Zwangsbremsung, als wenn wir nicht jetzt da zu wie so ein riesen Proleter praktisch jetzt oder wie ein, versteh mal, da jetzt rein, Schepper. So, und dann kommen wir jetzt auch gleich zu 70. War eigentlich die FIFA. AFB eigentlich. AFB. Ausschalten. AFB. Die werden wir jetzt wohl nicht mehr brauchen, die AFB. Zwangsbremsung. Ja, schön zum Ende wieder. Zwangsbremsung.
Zwangsbremsung, 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 ja. Zwangsbremsung, 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 So. Zugbeeinflussung. Wenn ich bestätigt hatte, ne, die 70. Oder war da ein gelbes Signal? Ich weiß es schon wieder nicht. Zugbeeinflussung. Das ist jetzt natürlich mehr als ärgerlich. Wieder auf den letzten Meter wieder sowas passiert hier. So, ihr habt natürlich den Vorteil, ihr könnt jetzt wieder zurückspulen. So, wo war jetzt da der Fehler wieder gewesen? Ach, ich tippe mal, dass ich nicht bestätigt, klar, dass ich nicht bestätigt habe, sowas wird es halt auch gewesen sein. Aber war es jetzt, weil es jetzt ein gelbes Signal war oder Such weil da jetzt... Durch das Signal oder halt durch Geschwindigkeitsankündigung. Das wäre jetzt schon schön. Ach ja. So, Türen auf. War jetzt natürlich, die letzte Zwangsbombe war jetzt ein bisschen unnötig. Muss mir das Video mal anschauen, muss mal gucken, was da jetzt das Problem jetzt an der Sache war. Ob es jetzt wirklich durch ein Signal war, die Zwangsbremsung, oder halt durch die Ankündigung von 70, dass ich das nicht bestätigt habe. Eins von beiden wird es halt nur gewesen sein. Ansonsten war das immer wieder eine sehr schöne Fahrt. Den Taurus, den, ich finde den klasse, der sieht super aus. Und die ganze Strecke, eigentlich muss man ganz ehrlich sagen, ist echt hübsch gestaltet, ja. Also, holy shit, ja. Also, solltet ihr vielleicht euch mal selber angucken. So, tolles Szenario, wir haben 1000 Punkte aber immerhin gemacht. Und somit, ja, besseres Ergebnis kann man hier nicht haben. Ich verabschiede mich hier, hoffe, euch hat die Folge gefallen. Lasst ein Like da und wir sehen uns zum nächsten Part wieder. Bis dann, tschüss.